MDR Sachsen-Anhalt, das Radio Vivier und der SC Magdeburg mit dem Fan-Talk nach den Heimspielen unserer Jungs in Grün-Rot. Heute mit so einer süß-sauren Halloween-Stimmung möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Oder habe ich das falsch beschrieben? Dario Quenstedt. Also mein Kopf ist gerade leer. Ich weiß nicht, was ich jetzt zu dem Spiel sagen soll. Wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit. Danke. Zweite Halbzeit haben wir dann so ein bisschen unseren roten Faden verloren, haben dann zu viele überhastete Abschlüsse im Angriff gehabt und in der Deckung waren wir einfach nicht mehr aggressiv genug. Aber ist es nicht eigentlich normal? Offensichtlich hat der Trainer von Berlin so ein bisschen das Spiel gelesen, für sich analysiert und hat euch dann diesen berühmten siebten Feldspieler draufgepackt. Da habt ihr eine Weile dran zu knabbern gehabt, oder? Ist das richtig analysiert von einem Stammtischstrategen? Das waren dann die letzten 20 Minuten, womit wir arge Probleme hatten in der Abwehr, das stimmt, ja. Wie ist das, weil da haben, ich glaube, Nenadic und noch ein zweiter Spieler ständig, die standen immer nur vor der Abwehr und haben so hin und her gespielt irgendwie. Kann man da dann nicht mal so dazwischen greifen oder ist das zu einfach? Habe ich mir das zu einfach vorgestellt? Ja, das denke ich mir als Torwart dann auch immer, aber ich glaube, das ist dann wirklich nicht so einfach, weil wenn du dann als Abwehrspieler rausgehst, ihn versuchst festzumachen, dann ist der Kreisläufer frei, dann müssen die ja bis zum Außen durchstoßen, das haben sie gemacht und dann hätte ich einfach vom links und rechts außen zwei, drei mehr halten müssen, hätten wir ja auch gewonnen. Weil eigentlich, das ist übrigens sehr, sehr selbstkritisch, ich meine, nach der ersten Halbzeit sagt der Mann, er hätte noch mehr halten können. Großartig, nochmal Applaus hier für die erste Halbzeit, das war Wahnsinn, Dario. Eigentlich kann man auch gar nicht so viel meckern, weil die Abwehr sah unglaublich aus über große Teile des Spiels. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, drei Spieler von uns haben mit 5 Treffer erzielt und so. Also eigentlich habt ihr doch komplett fast alles umgesetzt, was ihr euch vorgenommen habt. Und die Stimmung jetzt wahrscheinlich der Kopf leer bei euch. Aber kann man trotzdem auch das wieder nicht als einen weiteren Schritt nach vorn bezeichnen, das Spiel heute? Ja, das denke ich schon. Also wir wollten das Spiel von Kiel jetzt nicht vergessen machen. Auch das Spiel von Minden war noch in unseren Köpfen drin. Wir wollten die Emotionalität von Kiel einfach jetzt mit rübernehmen ins Derby. Dass jetzt nur ein Punkt geworden ist, das ärgert uns natürlich ungemein, ja. Ja, das wäre auf jeden Fall besser gewesen, sich da richtig zu belohnen. Es gibt Menschen, die rennen rum in Magdeburg und sprechen von einer Krise in der Mannschaft. Kannst du das bestätigen oder verneinen? Kann ich nicht bestätigen. Ihr seid eigentlich doch total gut drauf. Ihr kommt seit einiger Zeit gemeinsam raus. Ihr feuert euch an, egal ob es gut oder schlecht gegangen ist. Also absolut keine Krise irgendwie um die Mannschaft herum und auch nicht darin. Nein, sehe ich nicht. Zeigst du mir vielleicht nochmal den Ringergriff aus Minden? Ja, ich glaube, das war eine einmalige Aktion. Die will ich jetzt hier nicht mal vorführen. Ich habe daraus gelernt und das sind einfach Emotionen, die gehören im Sport dazu. Und in den Bruchteil von Sekunden, da... Es gab ja verschiedene Fraktionen. Es gab ja die Leute, die gesagt haben, der Quenstedt, der gehört lebenslang gesperrt oder was weiß ich. Ich gehörte zur anderen Fraktion, weil ich hatte eher den Eindruck, es war eine ganz normale physikalische Ereigniskette. Also der fädelt ja auch so ein bisschen ein. Du ziehst ja den Arm eigentlich auch weg, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, unter Sportskameraden hört keiner zu, guckt keiner zu. Du hast ja den Arm eigentlich weggezogen in Wirklichkeit. Ich bin dafür bestraft worden mit einer roten und blauen Karte. Das ist in Ordnung. Ich habe gegen Kiel gefehlt. Das hat mir sehr wehgetan und das war's dazu. Also es ist eine doofe Frage. Hätten wir mit dir gegen Kiel gewonnen, ist Blödsinn. Aber lass uns mal über was anderes Schönes reden. Über diesen kleinen Florian Link, der da eingewechselt wurde und genau von einem Wurf einen gehalten hat. Also eine 100%-Quote. Habt ihr den extra gekuschelt oder habt ihr ihn verarscht? Oder wie habt ihr darauf reagiert, ihr großen Torhüter, um es mal so auszudrücken? Wir haben ihm so ein bisschen auf die Schulter geklopft. Gut gemacht, Linky. und das war es jetzt schon. Ja, für Linky war es sicherlich ein sehr, sehr großes Erlebnis, gegen Kiel zu spielen und dann noch reinzukommen, den 7-Meter noch souverän zu halten. Also davor meinen größten Respekt. Ich kann mich sehr gut in die Lage von Linky hineinversetzen. Ich war selber vor einigen Jahren noch Nachwuchstorhüter und habe mich immer gefreut, wenn ich auf der Bank Platz nehmen durfte und dann mal beim 7-Meter zu zeigen können, was ich kann. Also ich kann mich da sehr gut hineinversetzen und allergrößten Respekt vor Linky. Ja. Was sagst du denn jetzt eigentlich uns Fans für die nächsten Spiele irgendwie? Worauf können wir hoffen? Also du weißt, wir kommen immer hierher. Mittlerweile machen wir es ja am Anfang auch so, wir machen den Spielern ein Angebot und Spieler gibt es uns zurück. Das hat jetzt gegen Kiel und auch heute sehr, sehr gut geklappt. Geht es so weiter und gewinnen wir demnächst wieder mal ein Spiel? Also die nächsten Wochen werden sehr hart und anstrengend. Das kann ich den Fans schon mal mitgeben. Es wird nicht einfacher zu gewinnen. Was ich aber mitgeben kann, ist, dass wir mit Emotionen die Fans hinter uns bringen wollen und natürlich die Punkte hier zu Hause behalten möchten. Also, was man da übersetzen könnte, danke, dass ihr so applaudiert. Die Spieler nehmen das durchaus wahr, wenn bei einer Erwärmung schon der Applaus ein bisschen lauter ist als in anderen Hallen, oder? Stimmt, ja.
Also machen Sie das unbedingt weiter. Die Mannschaft hat die Fans lieb, die Fans haben die Mannschaft lieb, die Mannschaft hat sich untereinander lieb, eigentlich haben sich alle lieb. Jetzt müssen wir nur mal irgendwann den Hintern zusammenkneifen und genau in der letzten Sekunde vielleicht noch diesen einen Treffer, und mehr braucht es ja eigentlich nicht. Einen braucht man mehr, dann hat man gewonnen, irgendwie zu haben. Deshalb keine überzogenen Forderungen, keine überzogene Kritik hier in Magdeburg, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben jetzt zwei hervorragende kämpferische Spiele gesehen vom SC Magdeburg. Da steht einer der Typen, der das jetzt auch noch mal reintragen kann, zu den Jungs in die Halle. Und jetzt erst recht, wenn Sie irgendwann noch die Chance haben, irgendwo eine Karte für so ein Heimspiel zu bekommen, oder wenn Sie die Chance haben, am Ticker mitzufiebern oder sowas, auch das überträgt sich, da bin ich der ganz festen Überzeugung, zu den Jungs. Das heißt, die grün-rote Wand muss stehen und dann wird am Ende der Saison auch noch das ein oder andere Erlebnis rausspringen. Und jetzt Fotos und alles Mögliche für Dario Quenstedt. Autogramme und sonst irgendwas. Dein Applaus nochmal. Danke für deine Leistung in den letzten Spielen.